Ein herzliches Willkommen zur heutigen Gleichwandeln-Tagung Klimaschutz gemeinsam umsetzen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Gleichwandeln ist eine Initiative vom Land Niederösterreich in Kooperation mit Klimabündnis Niederösterreich, Südwind Niederösterreich und Vertret Österreich. Die offizielle Begrüßung wird es in Kürze von Herrn Michael Hofstetter vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft geben. Mein Name ist Angelika Svoboda-Moser, ich komme vom Klimabündnis Niederösterreich und ich freue mich, Sie heute durchs Programm führen zu dürfen. Was erwartet uns heute und in welchem Rahmen findet die Veranstaltung statt? Gleichwandeln gibt es jetzt seit circa 3 Jahren und wir beschäftigen uns dabei vor allem mit 2 der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, nämlich jenen, wo es um Klimaschutz und Geschlechtergleichstellung geht. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang 2 Faktoren. Erstens, wenn wir die Klimabereiche anschauen, dann gibt es hier Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was ihre Bedürfnisse betrifft. Auch oder vor allem vielleicht sogar oder vor allem deshalb, weil es einfach auch Unterschiede in den Lebensalltag von Frauen und Männern gibt. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse gilt es zu berücksichtigen bei Planungen im Klimaschutzbereich. Und es gibt auch Unterschiede von Männern und Frauen, wenn wir anschauen, Herangehensweise, Sichtweise, Erfahrungen. Und wenn wir die Klimaziele erreichen wollen und auch aus einem Fairnessgedanken heraus, ist es das wichtig, das Potenzial aller zu nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt Entscheidungs- und Planungsprozesse haben, wäre es gut, eben Frauen und Männer einzubinden. Heuer haben wir den Schwerpunkt auf der Gemeindeebene. Dazu hat es im Frühjahr bereits einen Roundtable gegeben mit Gemeindevertreterinnen, also Frauen, die als Bürgermeisterin, Amtsleiterin, Gemeinderätin tätig sind. Und bei dieser Veranstaltung haben wir nach den Bedürfnissen von Frauen in klimarelevanten Handlungsfeldern der Gemeinde gefragt. Wir haben Bereiche angeschaut wie Ortsplanung, Ortsgestaltung oder Mobilität und in nur wenigen Minuten gab es unzählige Kärtchen ausgefüllt zum Bereich Ortsplanung, Ortsgestaltung, Mobilität, was den Bedürfnissen von Frauen in diesem Bereich betrifft. Meine Kollegin hat das hier noch einmal dargestellt und wenn man es genau betrachtet, sieht man aber, dass es eigentlich gar nicht um reine Frauenbedürfnisse geht. Das heißt, darunter verstehe ich, wenn eine Frau alleine im Ort unterwegs ist, sondern eigentlich geht es um die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn es sind ja meist die Frauen, die die Care-Arbeit überhaben, zuständig sind und somit sie, die öfters mit Kindern oder auch mit pflegebedürftigen Angehörigen im Ort unterwegs sind. Wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder mit einem pflegebedürftigen Angehörigen mit dem Rollator, oder mit Kindern mit dem Fahrrad, dann ist es klar, dass der Aspekt Barrierefreiheit, Sicherheit ein sehr wesentlicher ist. Aber auch das Thema Aufenthaltsqualität im Ort. Gibt es genug Sitzgelegenheiten? Gibt es genug Beschattung? Das ist immer wichtiger bei Zunahme der Hitzetage. Gibt es Orte für die verschiedenen Generationen? Ist es ein Ort der kurzen Wege? Und gerade wenn man in diesem Bereich eben viel tut, wenn sich die Radfahrer, die Fußgänger wohlfühlen, macht man auch wieder was für den Klimaschutzbereich. Also es geht bei uns immer um diese Überschneidung, Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen und andererseits Klimaschutzaspekt. Ja, warum habe ich den Roundtable jetzt auch erwähnt? Der hat eigentlich auch dazu geführt, dass wir heute den Schwerpunkt dieser Veranstaltung im Bereich Ortsplanung, Ortsgestaltung, klimafitte Ortsplanung, Ortsgestaltung gelegt haben, mit Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse. So wird es eben im ersten Teil Referate in diesem Bereich geben. Wir freuen uns auch weiters noch auf mehr Hintergrundinformationen zu dem Thema und auf eine Filmpremiere. Dann wird es eine Pause geben und im zweiten Teil machen wir das Thema noch weiter auf. Da wird es dann eine Podiumsdiskussion geben, wo wir auch schwerpunktmäßig uns mit dem Thema Energie und Mobilität beschäftigen werden. Jetzt möchte ich das Wort aber übergeben, und zwar an Herrn Michael Hofstetter vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft und ihn um seine Begrüßungsworte bitten. Danke. Ja,
Ja, im Namen der Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft darf ich Sie ganz herzlich hier begrüßen zu unserer Veranstaltung vom Gleichwandeln. Ich möchte alle anderen Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden herzlich begrüßen und alle anderen Gäste, die wir auch heute hier haben. Danke, dass Sie gekommen sind zu unserer Veranstaltung. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet Klimaschutz gemeinsam umsetzen. Sehr simpel. Aber es verbirgt sich doch einiges dahinter, denn es ist uns ein wichtiges Anliegen, Klimaschutz gemeinsam umzusetzen. Klimaschutz bedeutet für uns, also Klimaschutz ist unser Bekenntnis für einen nachhaltigen Lebensstil. Wir wollen im Einklang mit unseren natürlichen Ressourcen und im Einklang mit einer intakten Umwelt leben. Gemeinsam bedeutet für mich, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, unseren Blick von den eigenen Bedürfnissen hin abwenden, uns um das Gemeinwohl kümmern, das heißt um das Wohl der Gemeinschaft kümmern. Wir wollen ja diesen Weg in die Klimazukunft niemanden zurücklassen und wollen alle mitnehmen. Das ist für mich gemeinsam. Und umsetzen bedeutet für mich, dass wir unseren Blick positiv nach vorne richten und mit ganz konkreten Beispielen, Projekten zeigen, wie wir das machen. Also, eine Vorbildfunktion haben und zeigen, wie wir diese Dinge umsetzen. Und dabei ist mir besonders wichtig, dass wir in den Gemeinden die Einwohnerinnen und Einwohner mit ihren Bedürfnissen hier mitnehmen und sie hören. Ihnen zuhören und mit Ihren Bedürfnissen berücksichtigen. Das bedeutet für mich Klimaschutz gemeinsam umsetzen. Und die Frauen spielen für mich eine ganz besondere Rolle darin, in dieser Transformation der Gesellschaft. Ich stelle mir das schwer vor, wenn wir in einer Männerwelt, sagen wir mal so Yin und Yang, zwei Seiten, einbeinig in die Klimazukunft versuchen zu hüpfen. Wir Männer schaffen das schon so. Ne? Ich glaube, es ist besser, wenn wir gemeinsam mit den weiblichen Entscheidungsträgern, mit den weiblichen Kompetenzträgerinnen, Entscheidungsträgerinnen, Kompetenzträgerinnen, sagen wir mal, sicheren Schrittes gemeinsam in diese Klimazukunft gehen. Das ist so, das, wie ich mir das bildlich vorstelle. Ich darf mich bei der Gelegenheit bei der Franziska Kuhne ganz herzlich bedanken, die Leiterin dieses Projektes Gleichwandeln ist, für dieses tolle Projekt. Und auch bei unseren Projektpartnern vom Klimabündnis, von Fairtrade und Südwind auch ganz herzlich bedanken, auch für diese Organisation, diese Veranstaltung heute und wünsche der Veranstaltung damit alles Gute. Ich möchte mich nur entschuldigen, ich muss um 4:45 weg, weil ich die Betreuung meiner Kinder heute übernehmen, damit meine Frau dann am Abend was anderes machen kann. Bitte um Entschuldigung. Herzlichen Dank. Haben wir gleich ein Beispiel, wie man Frauen mehr auch in die Gemeindepolitik vielleicht einbinden kann. Gut, es ist jetzt nur ein kurzer Part, den ich habe. Wir haben jetzt bereits gehört, Frau Franziska Kuhni, ebenfalls Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft, hat die Projektleitung und sie wird uns jetzt gleich noch Hintergründe und Fakten zu Gleichwandeln schildern. Ja, einen wunderschönen Nachmittag oder frühen Abend Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind zu diesem spannenden Thema. Das heißt, im gemeinsamen Umsetzen, Angelika Sobotar-Moser hat schon sehr viel vorweggenommen. Ich werde mich hoffentlich kurz halten. Dieses Projekt hat eigentlich begonnen, wie kurz nachdem die Sustainable Development Goals, die globalen Nachhaltigkeitsziele, unterzeichnet worden sind. Und ganz eingebettet in diese findet das statt. Das heißt, alle Staaten, für diejenigen, die es vielleicht das erste Mal hören, der UNO haben das unterzeichnet und es gibt eben 17 Ziele. Und wir bei Gleichwandeln haben gesagt, wir können nicht alle 17 Ziele auf einmal angehen, da würden wir uns wirklich überfordern. Aber als Klima, als Abteilung, die für den Klimaschutz irgendwie auch steht und das Klimaprogramm koordiniert, ist Klima natürlich total wichtig und das Thema Frauen ein ganz ein wichtiges und auch die Gemeinden, die quasi dieses Konzept oder dieses globale Denken und das lokale Handeln umsetzen können ebenso. Ich habe hergeschrieben Visionen, weil auch die SDGs sind Visionen. Sie zeigen uns Bilder auf, wo wir hinkommen sollen oder hinkommen wollen. Und Visionen muss man haben, wenn man wissen will, welche die nächsten Schritte sind und die muss man gemeinsam entwickeln. Das ist mein Credo und davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deshalb muss man das, um es auf breite Beine zu stellen, mit sehr vielen Menschen tun. So,
geht das jetzt? Jo. Gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, aber zumindest um das auch zu unterstützen, dass eben das Thema Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiges Thema ist, hat vergangenes Jahr der Club of Rome nach vielen Jahren wieder ein Buch herausgegeben. Und Sie sehen, es gibt einige Wendepunkte, die uns helfen, aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen, in der wir uns im Moment befinden. Auf die gehe ich lieber nicht ein, weil das ist, beschäftigt uns ohnehin viel zu sehr. Wichtig ist hier die Finanzwirtschaft, die Finanzwelt mit hereinzunehmen. Die saubere Energie, in die Richtung gehen wir schon. Die Ernährung, die wird uns noch ganz ordentliche Sorgen machen. Die Ernährungssicherheit, behaupte ich. Und ganz wichtig, und ich habe es in der Mitte geschrieben, eingebettet, ist die Geschlechtergerechtigkeit. Also es ist etwas, was für eine weltweite Umsetzung wichtig ist. Das ist nicht nur etwas sehr Persönliches, sondern es betrifft die Gesellschaften. Ja, wir haben schon gesagt, warum dann auch Gender und warum das Frauenthema mit Klimaschutz? Weil es einige Untersuchungen gibt in sehr vielen weltweiten Regionen, die zeigen, dort wo es das Frauenthema und die Gendergerechtigkeit ein Thema ist, sich einfach auch mit der Umsetzung des Klimaschutzes leichter tun und viel erfolgreicher sind. Upsala, jetzt bin ich verkehrt. Ja, Gleichwandeln wurde bereits von Angelika vorgestellt, wer wir alle sind. Das Land Niederösterreich, Klimabündnis Südwind und Fairtrade. Und wir versuchen, das heißt immer, na, was macht ihr denn? Und wir sind halt nicht nur so ein Diskussionsclub, sondern wir versuchen hier auch ganz praktisch das anzugehen. Über die Sektorengrenzen hinaus Leute einzuladen, zu vernetzen zu verschiedenen Themen und dann aber auch zu zeigen, wie funktioniert es, weil es ist das alles nicht eine hehre Theorie, sondern das ist etwas, was bereits auf dem Weg der Umsetzung ist und deshalb zeichnen wir auch Role Models aus. Wir nennen sie Wegweiser und die Landeshauptfrau hat bei sehr vielen Veranstaltungen schon oder in ihrer Vertretung diese ausgezeichnet. Ja, besonders erwähnen möchte ich auch die Bildungsangebote für diejenigen, die auch in den Gemeinden oder in Bildungseinrichtungen sich dafür interessieren. Das finden Sie auf unserer Webseite. Ja, und es gibt natürlich auch lustige und schöne Dinge. Und Thomas Wackelig ist auch da. Der steht auch dafür. Ja, da ist der Klimaclown, die Ökotour, Workshops etc. etc. Also, dass man diese Themen auch sehr, sehr freudig denen begegnen kann. Ja, haben wir schon angedeutet, es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ja, es ist so, das brauchen wir nicht mehr diskutieren, das haben wir zu Genüge getan. Auch im Rahmen unseres Projektes haben wir das zu Genüge getan. Vor allem deshalb, weil eben Frauen ganz unterschiedliche Zugänge haben, unterschiedliche Aufgaben übernehmen auch. Auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, genau, und auch unterschiedlich betroffen sind von der Klimakrise. Und das geht uns in der Gemeindeentwicklung etwas an, weil da können wir wirklich gut darauf Rücksicht nehmen. Genau, sehe ich auch so. Ja, dass wir es gemeinsam umsetzen, das habe ich haben wir schon erwähnt. Wir werden das jetzt dann gleich in ganz tollen Referaten hören von den Frauen, die schon da sehr viel zu sagen und Erfahrung haben. Wobei es mir auch wichtig ist, in dem dem Zusammenhang zu erwähnen, dass es eben um ein Miteinander geht. Ja, darum ist es auch dieses Gemeinsame. Es ist nur einfach schön, wenn es zum Beispiel im Gemeinderat eine ausgeglichene oder ein ausgeglichenere Anteil an den Vertreterinnen und Vertretern gibt, weil hier es möglicherweise auch ganz andere Zugänge
zur Sprache kommen. Ja, und jetzt möchten wir Sie haben, also zwei Dinge möchte ich gerne erwähnen. Sie sitzen vielleicht nicht mehr auf eine, darf ich mir das ausborgen? Auf dem, das hat der Thomas Steiner in die Wege geleitet, das ist, ist unser Nachhaltigkeitskoordinator, er sitzt auch da heute. Eine wunderbare Broschüre, Sie werden vielleicht bitte nicht jetzt lesen, sondern erst nachher und mit nach Hause nehmen. Und das andere, Sie sitzen auch noch auf einem Kärtchen und auf der Rückseite sehen Sie einen QR-Code. Und auch nicht jetzt schauen bitte, aber das ist der Link zu einem, zu zwei Filmen, eine Langversion und eine Kurzversion, wo Frauen, die etwas zu sagen haben aus Niederösterreich, auch zu Wort kommen und auch das sagen, was sie zu sagen haben. Nämlich, es geht eben um unsere Klimazukunft und das, was in diesen Orten an Lebendigkeit damit vorhanden ist. Und manche fragen, was ist denn das? Es irritiert, ja. Dieses Objekt, das ist ein Kunstwerk von Kunst im öffentlichen Raum, wurde von der unserer Kulturabteilung finanziert. Und es ist ein Windrad, also es hat mit Klima zu tun, es ist ein umgelegtes Windrad und es zeigt, man kann natürlich einen Turm, einen Aussichtsturm aufstellen, aber man kann ihn auch anders hinlegen und auf einmal öffnen sich ganz andere Perspektiven. Und das so ein bisschen ein Symbol dafür, dass wir manchmal die Perspektiven verändern sollten. Und ja, was ich noch sagen wollte, es gibt drei Damen hier, die bei dem Film mitgewirkt haben. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich glaube, Sie werden sie dann erkennen. Danke. Herzlichen Dank, Franziska. Ja, die Franziska hat angekündigt, dass der QR-Code hinten oben ist, aber die Kurzversion haben wir uns entschlossen, zeigen wir Ihnen jetzt gleich. Film ab. Also ich glaube, es muss klar sein, dass es die Zeit für inkrementelle Verbesserungen, also ein bisschen mehr von dem, ein bisschen, die ist vorbei. Es geht jetzt wirklich um das, was der Club of Rome Kehrtwenden nennt. Bundeskanzlerin Merkel hat es Volltransformation unserer Art des Wirtschaftens genannt. Also es geht wirklich um grundlegende Veränderung in der Art, wie wir leben, in der Art, wie wir Wirtschaft betreiben. Es ist so und ganz ehrlich, so wie ich die Gemeinde, also mein Umfeld hinterlasse, so haben es dann meine Kinder. An den Klimawandel braucht man ja nicht glauben, sondern man braucht ja nur fühlen, er ist einfach da. Ja, wie bereits erwähnt, drei der Damen haben wir heute hier in unserer Runde. Frau Banzenbeug, Frau Bürzel und Frau Drexler und auch die Person, die die Interviews geführt hat, Herr Thomas Wackerlig. Ich darf Sie einladen. Ich hoffe, Sie trauen sich aufzustehen und nochmal einen heftigen Applaus für Sie. Gerne weitersagen, auf unserer Website gleichwandeln.at gibt es einen eigenen Reiter, wo Sie die Filme auch anschauen können und anderen auch mitteilen können, dass Sie da reinschauen.